Danke, Maciek. Vielen Dank dir, Jan. Seit 30 Jahren ein kongeniales, humoristisches Duo. Und das gilt auch für die beiden Gentlemen, die jetzt die Bühne betreten werden. Beide sind medial natürlich außerordentlich beliebt und bekannt. Und beide haben sich vor einem Jahr entschlossen, den Song Contest für FM4 zu moderieren. Sie machen es heuer zum zweiten Mal. Und meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Sie mit einem wunderbaren Applaus zu bedenken. Hier sind die großartigen Jan Böhmermann und Olli Schulz. Bitte Platz zu nehmen. Großer Applaus, völlig berechtigt. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Darf ich was zu trinken anbieten? Lieber Jan, du bist ja nicht so begeistert. Für mich gern Wasser, wenn es geht. Ja, sehr gern. Ihr seid seit wenigen Stunden in Österreich. Ist euch speziell sofort was aufgefallen? Viele Russen. Ja, und mir ist aufgefallen, dass ihr jünger geworden seid. Ja, unglaublich. Benjamin Button, rückwärts alt. Ja. Wirklich? Ja. Das erste Mal, als ich vor 10, 12 Jahren hier zu Gast war, habe ich gedacht, ihr seid echte Show-Dinos. Ne? Und umso länger selber man in diesem Business ist, umso näher nähert man sich an. Also dieser Abstand, am Anfang gedacht, die beiden, die gibt es schon seit den 30er Jahren hier in Österreich. Es kann aber auch sein, dass Olli einfach euch beide verwechselt. Und mit den einen mit für den anderen hält. Ich wusste lange nicht, wer von beiden der Deutsche ist. Du weißt es noch immer nicht, oder? Ich glaube, ich weiß es. Aber interessant, dass du das sagst, weil im Vorgespräch, wir haben uns ganz kurz nur getroffen vor der Sendung und haben nicht über was Cooles gesprochen. Vorgespräch, das war mal Vorgespräch ist falsch, aber wir haben kurz geplaudert und wir haben geredet über nächtlichen Harndrang. Da ist mir klar geworden, du bist auch schon älter. Ja, ich bin jetzt gerade 50 Jahre alt geworden und tatsächlich geht es los. Nachdem du diesen wahnsinnig guten Penispumpenwitz gerade gebracht hast. Ja, wirklich. Der ist wirklich, der war wirklich, ein Jahr, der war wirklich super. Ja, ja. Ich habe in Jans Gesicht gesehen, vielleicht sollte ich auch mal wieder in diese Richtung gehen. Weißt du, da arbeitet, weißt du, mein lieber Kollege, die arbeiten da eine ganze Woche an einem großen Thema und ihr ballert hier einen Witz nach dem anderen raus, auch mal unten rum und hier die Kuta. Aber entschuldige, Olli, höre ich da Kritik raus? War dir das, war das unterste Schule? Kritik doch nicht. Ich habe das als Olli kritisiert doch niemanden. Hört mal auf. Ja, mir geht das Gespräch jetzt schon auf die Nerven. Nein, ja, wahnsinnig. Ich ziehe es aber durch. Aber was hast du erwartet, wenn hier zwei Doppelmoderationsteams aufeinandertreffen? Ganz ehrlich. Ja, ja, du hast recht. Und außerdem war ja die Frage, wie es mit dem Harndrang aussieht. Ja, genau. Die würde ich gerne zurückgeben an dich. Kein Problem. Ich schwöre dir, überhaupt kein Problem. Also wirklich dieses nicht? Problem kenne ich nicht. Ich habe viele. Ich habe viele andere Probleme. Aber auch nicht, dass ich auch nicht gut in deinem Alter keinen Harndrang zu haben. Wieso? Da würde ich mal zum Arzt gehen. Wieso? Stimmt wieder nicht, was du sagst. Ist nicht wissenschaftlich untermauert, oder? Wenn man nicht in der Nacht aufs Klo muss, ist es gut. Anekdotische Evidenz. Das ist, wenn man viel onaniert, oder? Bevor man schlafen geht, dass man dann nachts... Das ist die nächste Frechheit. Nein, ja, das nur. Ist keine Frechheit. Das ist ja ein Lob. Das sind Thesen, die er kann aufgestellt noch onanieren. War das Kritik an der FPÖ? Nein. Ihr macht das so lange schon, was ihr macht. Und ich frage mich, ist es nicht für euch zu anstrengend, jetzt extra nach Malmö zu fahren in einem engen Kasten? Wir sind in Wien, nicht in Malmö. Nein, dann... Beim Song Contest. So. Und sich dann Musik anzuhören, die man eigentlich nicht hören mag. Für uns ist es einfach eine wahnsinnige Chance. Ja. Die letzte vielleicht. Ja. Also. Beste Antwort. Ja. Danke. Sehr gute Antwort. Ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft vielleicht. Ernsthaft gefragt, ihr habt beide viel zu tun, ihr seid beide sehr erfolgreich. Wieso habt ihr euch dieses Projekt, das Herzensprojekt, ausgesucht, für FM4 den Song Contest zu moderieren? Weil wir zweimal die Woche miteinander einen Podcast machen, uns aber niemals sehen. Und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen, dann können wir nämlich einfach mal 2 Stunden nebeneinander sitzen und aufs Handy gucken beide. Das ist zum Beispiel heute. Ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und heute war das wirklich wie, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich möchte eine ernsthafte Antwort. Was macht den Zauber Eurovision Song Contest für euch? Das ist eine geile Veranstaltung, die so ein bisschen, finde ich, abgeschwächt wurde in den letzten Jahren, dadurch, dass sie nicht mehr gut moderiert wurde. Also so gute, charismatische Leute fehlen. Es kommt darauf an, wie man mit dieser Veranstaltung umgeht. Ja. Ganz ehrlich, das ist ja wirklich so. Und sich diesen ganzen Trash zu geben, dieses riesige Buhai, was für einen Tag stattfindet, am nächsten Tag haben es alle vergessen, das passt so zu uns, weil alle vergessen auch unsere Moderation. Wir können da machen, was wir wollen. Alles
mal Gegensatz sendet. Im Gegensatz zu euch, du hast ja eben gesagt in der Anmoderation, du fandest das schrecklich, uns macht das richtig Spaß. Wir haben wirklich richtig Ja, aber ihr Freude. Macht es auch erst zum zweiten Mal. Ja, aber es ist schon, man spürt, das ist was, das könnten wir machen bis zum Rentenalter, ehrlich. Okay. Ja. Wie oft habt ihr das gemacht? Wir haben es, glaube ich, 10 Jahre gemacht. 10 Jahre? 10 Jahre. Ja. 10, 8, sowas. Aber damals war der Song Contest... Das kam mir vor wie 100, aber es waren damals war es auch satirisch, sozusagen leichter zu moderieren, weil die Beiträge viel ernsthafter und gestellster waren als heute. Heute hat die Ironie auch in den Eurovision Song Contest Einzug gehalten. Ah, ihr habt das so ernsthaft moderiert? Und Nein, die waren ironisch. Wir haben die Beiträge moderiert, ja. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, Olli, wirklich. Damals waren die Beiträge für den Song Contest ernsthafte Schlagerbeiträge. Ja. Ein bisschen Frieden, ein bisschen ja. Merci, Sherry. Und ja, jetzt, da haben wir es noch nicht moderiert. Nur um es verständlich zu machen. Okay. Nee, das ist auch Quatsch, weil in den 60ern, 70ern warst du nicht dabei. Da war Nicole ein bisschen Frieden und so. Das ging Nicole schon in den 90ern, war nicht nur in den Stefan 60er Rahm. Jahren, das stimmt auch nicht, was du sagst. Ja, Stefan, Nicole, 82 war Nicole. Ja, aber das war, nicht, das ist in ja den 60er Jahren ging ich schon los mit Stefan Rahm. Wir werden doch nicht mit dem Song Contest streiten. Mal, bist du auch der Vernünftige von euch beiden? Was heißt auch? Ja. Wir waren beim Hahndrang. Nein, wir waren, lieber Olli, wir waren dabei, der Song Contest hat ja selbst ironische Beiträge. Macht es das für den Satiriker nicht schwierig, über Ironie ironisch zu sein? Ernsthafte Frage. An wen geht die Frage? An den Satiriker oder den Musiker? Lieber Jan, an dich. Also ich sehe das Schöne, im Schlechten das Schöne. Anders als früher, wo man im Schönen das Schlechte gesehen hat, ja. ist heute der Trend, im Schlechten das Schöne zu sehen. Und das Völkerverbindende, diese Liebe, die die Leute da ausstrahlen, das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Ihr wart ihr denn auch vor Ort? Immer bei Nein, den, nie. Ihr wart nämlich nie vor Ort. Nein. Wir waren in Liverpool letztes Jahr. Ihr wart gar nicht, ihr vor, wart Ort, gar nicht vor Ort. Echt jetzt? Alter, und ihr tut so, wir haben das hin. Weißt du was, zu Hause moderiere ich jede Sendung, die ich gucke im Fernsehen. Also ganz ehrlich, was ist also wirklich. Naja. Ganz ehrlich. Na, verstehe aber, ich nicht. Ganz ehrlich. Na, aber das ist ja auch nicht wahr. Da habe ich eine klare Meinung dazu. Ich habe 10 Jahre das Sportstudio moderiert. Ja, wo denn? Zu Hause im Wohnzimmer. Ich glaube, nur Amateure fahren wirklich ja, man dorthin. Man sitzt doch dort in einer kleinen Kammer und hat doch mit dem aber tatsächlichen Aber das macht doch den Zauber aus, Nein. dass du weißt, du könntest jederzeit rausgehen und das Interkulturelle zu spüren, das, ja. das Paneuropäische. Okay. Das ist toll. Ja, ist ein Argument. Das ist toll. Ja. Nicht immer so zynisch auf alles herabschauen. Ja, ich sag ja, ehrlich. Es ist toll. So steigt ja auch nicht in der Rankingliste Moment, der Moment jetzt mal, wir haben einen Ausschnitt vom letzten Jahr, so ganz ohne Zynismus, ja. kommt ja auch nicht aus. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Kommt jetzt ja, 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 ja. Ich fänd's auch cool, wenn ich der Sohn von einem Model und einem Geschäftsmann wäre. Bist du doch fast. Würde ich da vielleicht auch mal stehen und tanzen. Stattdessen sitze ich hier oben, wo die Hässlichen sind. Das drückte aber einer schon ganz schön lange auf den Pyrostrahlen. Nicht, dass er nachher nichts mehr übrig ist. Für Lord of the Lost. Guck mal, beim Sänger hat das Geld gefehlt für einen kompletten Latexanzug. Das eine Bein ist noch frei. Oh, mein Gott. Das war aber... Mein Gott, leck mich am Arsch. Ist das sind das Spinnenbeine oder sind das Flügel? Das ist das, was Chris Harms gerne gehabt hätte am Rücken. Für ihn gab es aber nur drei, ja, ist er, für ihn gab es nur drei kleine verbogene Löffel. Das ist mal ein Rückenoutfit hier, Alter. Wenn ich das sehe, muss ich dran denken, dass ich nächste Woche ins MRT muss. Sam Ryder, ganz ehrlich. Ist ein Ryder. Ja, aber muss auch nicht sein. Es gibt schon einen Grund, warum der ein TikTok-Star nur ist. Der ESC-Richter Jan Böhmermann. Guck mal, das ist der Dad. Das ist der Vater. Ach Gott, das war von Queen, Alter. Das war Roger Taylor, bist du bescheuert? Ja, das war, hab ich auch gerade gesehen, Mann. Das war Roger Taylor. Roger Taylor von Queen. Mein Gott. Der hat so tolle... Ich nehme alles zurück. Der hat so tolle Hits wie Radio Gaga. Ja, der hat aber auch I Love My Car gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat ehrlich gesagt, hat der von Queen die beschissenste Songgeschichte geschrieben. Das ist hochkomisch. Böhmermann und Schulz. Selber lachen. Ja, muss ich auch lachen. Moderieren den Song Contest für FM4. Ohne Zynismus, das war das Schöne. Komplett ohne Zynismus. Man hat es gemerkt, dass Roger Taylor so spät erkannt wurde, dass alles hier improvisiert ist. Das heißt, es ist gar nichts gescriptet. Man setzt auf Improvisation. Ja, aber wobei... Im Gegensatz zu unserem Podcast, wo alles durchgescriptet ist. Ja, das habe ich auch gehört. Ja? Dass wir so ein bisschen von alleine gelassen werden mal bei FM4. Das Tolle ist aber, dass Olli wirklich wahnsinnig gut vorbereitet ist. Und letztes Jahr zumindest mich echt ausgestochen hatte. Du hattest die ganzen Fakten da wie so eine Bundesliga-Datenbank. Bam, wann geboren, bam, wann ja, gewonnen. Stimmt, bam. Du warst ein bisschen wie die Assistentin. Bei ich habe mich so ein bisschen Game abgehängt. Ja, ja. Ja. Und das war wirklich so eine Mischung aus, wir nähern uns dem ironisch, aber dann wurden wir von dieser Welle der positiven Gefühle da in Liverpool überrannt und überrollt und haben uns auch so ein bisschen Feinde gemacht, weil wir immer über die Songs gequatscht haben. Habt ihr über die Songs gequatscht? Du hast über die Songs gequatscht. Ja. Ja, du warst richtig angepisst, weil ich die Musik dann immer runtergemacht habe. Ich musste einmal groß nach der Dreiviertelstunde. Olli war eine halbe Stunde weg. Was ist denn mit dir? Was soll denn mit mir sein? Ja, was hast du urologisch? Funktioniert nichts mehr bei dir. Ständig nur Fäkal
Fäkalsprache. Kannst du dich mal zurückhalten? Fäkalsprache, wenn mich was anderes gesagt hätte. Und jetzt ja. Tu mal nicht so. Wer hat denn hier gerade den Penispommenwitz gemacht? Ich nicht. Er. Das macht man nicht auf empört. Will dich irgendwie sich selber du hast vollkommen recht. Ich möchte das Ganze entschärfen. Ja. Ihr lehnt euch aus dem Fenster und tut ein bisschen so, als würdet ihr Österreich quasi wieder auf die Weltbühne zurückholen wollen. Genau. Brauchen wir Österreicher, jetzt sage ich es an der Stelle mal, depperte Deutsche, die sich das zutrauen. Ich bin froh, dass du diese Frage stellst. Ja. Und egal, was wir jetzt antworten, es berührt auch das Fundament deiner Karriere, Dirk. Und ich muss dazu sagen, ich als Musiker, der seit vielen Jahren hier nach Österreich kommt, wurde immer mit offenen Affenarmen empfangen von allen Leuten. Die ersten Jahre, mein allererstes Konzert habe ich in einem Laden, dessen Namen ich nicht sagen will, weil es hier noch gibt, spielen. Und ich musste selber abrechnen, bin nach oben ins Büro und der Veranstalter hat gerade Blech geraucht und hat dann zu mir gemeint, hat sich so erwischt, ach, Soul, Entschuldigung, ich kann leider kein Österreich. Bei uns in Österreich ist es Soul Food. Ist alles klar, kein Problem. Das ist eine Liebeserklärung. Das war 2002 und seitdem hat sich hier viel getan für mich. Ich komme wahnsinnig gerne hierher. Ich generell auch die anderen Städte hier, zum Beispiel Bern und so. Also es gibt so schöne Dass über Orte. Das gelacht wird, ja. Verstehe ich auch nicht. Du bist inzwischen... Lass mich in Ruhe, Olli. Was ist mit ihm? Ja, gefällt mir nicht, das Gespräch. Ja, aber warum denn nicht? Ja, weil es also auch immer so Geschrei und so... Aber ich habe dir das vorher schon gesagt. Ja. Du bist so ein bisschen... Sei ruhig jetzt. Darf ich dir noch eine Frage? Wie so ein Nosferatu der Moderationsgeschichte. Sorry. Eine großartige Frau kommt jetzt zu uns, die Schimpfwortexpertin ist. Wieso schaust du? Was? Ich finde... Tut mir leid. Darf ich kurz sagen? Ja. Ich fick die erste Reihe deiner Beerdigung. Ist ein Schimpfwort... Ja. Das ist aber auch nichts. Das ist aus dem Balkanraum, habe ich gelernt, im Schimpfwortseminar. Gut, dann hoffen wir, dass bei der Beerdigung niemand war. Aber ich wollte euch beide, wenn ihr Olli, ja. Wenn du noch bei uns bist, bitte. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ja, Jan, kannst... Jan! Sag mal, hat hier einer offenen Knoblauch stehen? Der ist weg! Jan, kannst du Polnisch noch? Ein kleines bisschen. Du hast... deine Mutter kommt, glaube ich, ursprünglich aus Polen. Das war früher Deutschland, aber ja, heute ist es Polen. Das ist auch da, aber okay. Österreich war früher auch mal Deutschland. Du hast das jetzt, du versuchst jetzt alle Hände in jede Richtung. Nee, da hat er recht. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Ja. Das heißt, kannst du noch auf Polnisch schimpfen? Kein bisschen, nee. Ich kann Jabba sagen, ist der Frosch. Und das Bienchen summt im Gras. Change bitte mi vcinie. Aber das geht das als Schimpfwort das durch? Klingt fast wie ein Eurovisionstitel. Ja, ja, genau. Ja. Und hier ist für Bulgarien die Stepanos mit Change bitte mi vcinie. Und dann singen sie auf Englisch. Über Ananasikim, ist das türkisch? Ananasikim. Was heißt das? Fick deine Mutter, Ananasikim, oder? Ja. Und was heißt nochmal Budana oder so? Budana ist griechisch? Weiß nicht. Schwanzkopf, glaube ich. Ja. Das ist bei uns das Nudelaug. Das klingt viel eleganter. Ist gut. Ich frage mich, warum diese Sendung nicht von zwei besser bezahlten Moderatoren aus Deutschland moderiert wird. Ja. Ganz kurz. Ich will nur die Überleitung zu dieser Wissenschaftlerin machen. Eine großartige Frau, die zu uns kommt. Und die hat einen Fragebogen an viele junge Menschen vor allem geschickt. Und in diesem Fragebogen geht es um Schimpfe. Darf ich euch fragen, was ihr antworten würdet? Gebrauchen Sie Schimpfwörter im Freundeskreis als Begrüßung? Ja. Welche? Na, du Sack zum Beispiel. Echt? Ja, Sack ist sowas wie bei uns. Ich finde, ein Schimpfwort an der richtigen Stelle platziert, ist was total Positives. Genau. Das will ich auch damit erfragen. Olli, ja? Na, du Sack, würdest du dich willkommen heißen? So nennt mich fast jeder. Ja. Das ist jetzt für mich das Neue. Fast unhöflich, ihn nicht so zu nennen. Na, du Diddelfresse ist zum Beispiel was ich gerne mal sage. Ja. Diddelfresse ist schön. Diddelfresse. Eine Frage ist auch, beschimpfen Sie Gegenstände, welche und wie? Gegenstände, gegen die man läuft, weil sie Schmerzen... Ja, aber wenn der Kopierer nicht funktioniert, dann sagt man auch Scheiß-Kopierer oder sowas. Passiert das bei dir? Kackding! Ja? Scheiß-Kackding! Passiert also? Ja, passiert. Passiert wahrscheinlich, ja? Schimpfen Sie über sich selbst? Ja. Ist die Frage. Wie? Sautum. Oh, blöde Sautum. Sau. Halt die Fresse, du Arschloch. Halt die Fresse, du Arschloch. Wie oft sagst du, halt die Fresse, du Arschloch, pro in Tag? In mir selber? Ja, zu mir, dir selber. Ja, geht. In diesem Verlauf dieses Gesprächs habe ich es mehrmals schon gesagt. Wirklich? Ja, teils zu mir, teils zu anderen Gesprächsteilnehmern. Wie lange hältst du das Buch jetzt noch in die Kamera? Vorsicht, sonst kauft das noch jemand. Er hält sich fest. Nur Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Ich finde, dieses Gespräch, das ist sehr gut geworden. Also jetzt ist schon sehr gut, das Gespräch.